Soeben kam die Häuserchronik Balkheim frisch aus dem Druck. Heute wird sie Ihnen vorgestellt. Nach dem Erscheinen der Balkheimer Dorfchronik vor gut 10 Jahren verfügt Balkheim nun mit der Häuserchronik über eine vollständige Abbildung seiner Geschichte. So begrüße ich heute Abend insbesondere alle Balkheimer. Stellvertretend für alle Sie, lieber Herr Bürgermeister Timo Böllmann. Und natürlich Sie, den Vorgänger Erwin Seiler. Ich sehe Namen wie die Gruber Sabine, den Falk Klaus, Hager Barbara. Und es wird mir im Augenblick schwer ums Herz. Besonders begrüße ich heute die Autoren der Häuserchronik: Gerhard Beck, Dieter Gerstmeier, Sebastian Gerstmeier, den verstorbenen Friedrich Göttler sowie Manfred Wegele. Sie alle haben Ihnen, den Balkheimern, mit unendlichem Fleiß ein nobles Geschenk bereitet, das in keinem Haus fehlen darf. Besonders erfreulich ist, dass es mit Namens- und Ortsregister ausgestattet ist. Für mich selber darf ich in Anspruch nehmen, in so gut wie jedem der Balkheimer Häuser gewesen zu sein, aus allen Anlässen heraus, die einem das Leben bereitet. Lieber Herr Beck, Sie haben das Wort. Wir haben heute die zweite Buchvorstellung bereits im Gemeindebereich von Möttingen. Und ich freue mich, dass Bürgermeister Böllmann und der stellvertretende Landrat Erwin Seiler heute zu Gast sind. Und ich würde dann gleich loslegen. Die Veranstaltung war ja, wie Sie wissen, ursprünglich im Vogelbauerhof geplant. Und wird jetzt eben hier stattfinden, virtuell wie alles bisher. Wie gesagt, fast druckfrisch aus der Druckerei geliefert, möchte ich Ihnen heute kurz vorstellen. Beginnen möchte ich aber mit einem Thema, das gar nicht in dem Buch mit drin ist, wohl aber im Vor schon ein bisschen angerissen ist. Wir haben nämlich ganz neue Erkenntnisse oder Aktivitäten zu den Römern in Balkheim am Heuweg. Und deswegen möchte ich hier in diesem Rahmen, es sind ja viele Balkheimer dabei, die es interessiert, kurz darauf eingehen. Es ist so, wir haben ja hier, wenn Sie Richtung Grosselfingen rausfahren, das ist der Blick nach Reimlingen, hier diesen bekannten römischen Bauernhof. Seit mehr als 100 Jahren pflügen dort die Balkheimer Landwirte auf den Mauern herum, beziehungsweise jetzt mit steigender PS-Zahl die Mauern heraus. Und die Funde, die dort gemacht werden, sind römische Ziegel von Fußbodenheizung, von Wandheizung, sind römische Scherben und so weiter. Deswegen wurde vor langer Zeit, 1938, mal eine Ausgrabung gemacht. Dort wurde so ein fast quadratischer Bau aufgedeckt. Und anscheinend wurde beim Bau dieser Ferngasleitung auch ein Brunnen angeschnitten. Allerdings habe ich nirgends in Erfahrung bringen können, wo denn die Ergebnisse dieser damaligen Untersuchung abgeblieben sind. Also die Dame in Tierhaupten ist leider ratlos. Die wusste gar nicht, dass hier eine Gasleitung durchläuft durch den römischen Bauernhof und das Problem mit der fehlenden Kreisarchäologie und dem fehlenden archäologischen Heimatpfleger habe ich ja schon mehrfach geklagt. Wir haben im Frühjahr eine Untersuchung gemacht mit Geophysik. Eine Firma hat hier mit diesem
Wägelchen den Untergrund der Äcker untersucht. Wir haben uns sehr spektakuläre Ergebnisse erhofft, so wie auch in Abritzhofen sie zutage gekommen sind. Es war etwas ernüchternd. Wir haben diese Gasleitung ganz toll zu sehen bekommen. Allerdings hier im Bereich, wo das Hauptgebäude zu vermuten ist und beheizte Wohnräume liegen müssen, sind keine Befunde abgezeichnet. Das kann daran liegen, dass irgendeine Störung im Boden ist oder dass einfach die Mauern schon so weit herausgepflückt sind, auch die Fundamente, dass man nichts mehr sieht. Also man kann hier nur dieses kleine Gebäude erkennen. Das sind neue Befunde, die jetzt mit dieser Untersuchungsmethode zum Vorschein gekommen sind. Und so hat früher so ein Bauernhof ausgesehen. Die Hoffläche allein schon mehrere Hektar groß, also 2-3 Hektar Hofraum waren damals bei den Römern keine Seltenheit. Beheiztes Bad, Fußbodenheizung, Tempelchen und alle möglichen Luxus, Mosaik und Dachziegel, wie es über Jahrhunderte bei den Germanen dann nicht mehr verbreitet war. Wir haben aber eigentlich ein anderes Thema, nämlich die Häuserchronik. Warum gibt es jetzt noch ein Buch? Wir haben ja 1997 bereits die Blaue Chronik von Balkheim und im Wesentlichen sind die Ergebnisse, die damals in diesem Buch zusammengefasst worden sind, auf die Arbeit des ehemaligen Bürgermeisters Friedrich Göttler zurückzuführen. Wir haben in meiner Tätigkeit im Archiv auf der Harburg in Zusammenarbeit mit Manfred Wegele einfach die Häuserdaten auch nochmal abgeglichen. Wir sind draufgekommen, dass man manches ganz toll auch ergänzen kann, dass viele Höfe wesentlich weiter auch zurückreichen, dass manche auch verwechselt worden sind. Es kommt daher, dass in Balkheim die Besitzverhältnisse ganz, ganz kompliziert sind. Also man ist hier wirklich gefordert, wenn man hier die alten Häuser vor der Zeit der Hausnummern zusammenstellen will und hier einen Überblick verschaffen sich will. Warum, das erkläre ich nachher noch. Wir haben also jetzt als neue Bücher das Ortsfamilienbuch Balkheim, vor einigen Jahren schon erschienen ist, vom Manfred Wegele mit Vorarbeiten vom Lothar Faul, hier links im Bild, jetzt auch ganz neu als Neuauflage erschienen. Und der heutige Anlass ist die Häuserchronik Balkheim hier rechts im Bild. Also wir haben jetzt insgesamt 3 Bücher. Die wichtigsten Akteure neben dem Friedrich Göttler und neben mir sind Dieter Gerstmeier und der Sebastian Gerstmeier, beide aus Balkheim, Ihnen ja wohl bekannt den meisten, und der Manfred Wegele, die hier wirklich auch fleißig mitgearbeitet haben. Wir haben auch lange überlegt, machen wir es oder wie machen wir es, aber irgendwo muss man sagen, wir versuchen jetzt, auch wenn wir zeitlich alle ganz dick drin sind, jetzt dieses Projekt zu einem Ende zu bringen, sonst schiebt man das auf die lange und noch längere Bank. In dem neuen Buch finden Sie einen kurzen Absatz über Lampertshofen. Zur Erklärung für die nicht so geschichtskundigen: Lampertshofen war ein kleiner Weiler, der urkundlich im Jahr 1251 erwähnt worden ist. Im Zusammenhang mit dem Kloster Zimmern ist er immer genannt und er erscheint in den Güterbeschreibungen oder in den Angaben immer in Zusammenhang mit Balkheim und Möttingen. Und deswegen war früher schon die Vermutung, dass er zwischen diesen beiden Dörfern gelegen haben muss. Eine neuere Durchsicht der Unterlagen hat jetzt gezeigt, dass eben 1367 dieser Weiler aus
4 Bauernhöfen und einer Mühle bestanden hat. Diese Mühle kann man identifizieren und mit der späteren oder heutigen Donismühle in Verbindung bringen. Deswegen ist es auch ganz naheliegend, dass Lampertshofen direkt an die Donismühle angegrenzt hat. Wenn man hier die alten Flurparzellen sich anschaut, dann hat man meistens diese schmalen, langen Äcker. Und hier in diesem Bereich der Abzweigung des Feldwegs nach Norden gibt es ein paar nicht ganz so regelmäßige Flurstücke, Ackerstücke. Und in diesem Bereich dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit dieses Lambertshofen befunden haben. Diese Vierecke habe ich reingezeichnet. Und was auch dafür spricht, ist der Flurname hinter dem Weiler, der sich da oben befunden hat oder befindet. Der kann natürlich auch immer mit den Römern zusammenhängen, die in Balkheim ja überall auch ansässig waren. Aber in diesem Fall liegt es näher, dass die Bezeichnung hinter dem Weiler Lampertshofen ist. Und dann hätten wir genau diese Situation. Der Weiler ist vermutlich in der Pestzeit dann aufgegeben worden. Also 1350 war ja eine schwere Pestepidemie. Dann ging es auch weiter mit Katastrophen und Verderbnissen. Und in diesem Zusammenhang müssen diese 4 Bauernhöfe dann verlassen worden sein. Die Felder wurden dann ins Dorf reingeholt. Also der Feldbesitz wurde dann von Bauern im Dorf bewirtschaftet. Ich habe auch 2 im Verdacht, die da direkte Nachfolger von diesem Lampertshofen sind. Aber das ist dann schon etwas zu viel Spekulation. Wir haben eine Flurkarte von Balkheim auch, beziehungsweise die habe ich mal vor langer Zeit angefertigt mit den alten Urhöfen, also wo die ihre Parzellen hatten. Man kann hier sehr schön die Hofteilungen erkennen, also blau, dieser Friedelhof, der größte Bauernhof, wurde hier immer in 2 Parzellen abgeteilt und hier oben ist dieser Bereich von Lampertshofen. Das ist also über diese Methode auch annähernd wahrscheinlich, dass es so abgelaufen ist. Ein anderes Thema ist die Balkheimer Burg. In der Chronik von Balkheim findet sich eine Beschreibung, wo denn die Burg gelegen hat. Wir haben jetzt neue Erkenntnisse gewonnen, dass es ganz anders gewesen sein muss. Es gibt eine alte schriftliche Urkunde, dass die Burg neben einem zur Stadt Nördlingen gehörigen Hof gelegen sei. Das wurde immer mit dem Vogelbauernhof in Verbindung gebracht und 2 Höfe weiter ist hier der Hausname Burgerbauer zu finden, Haus Nummer 51. Der sehr engagierte und geschichtsinteressierte Lehrer Zimmermann hat in den 30er Jahren eine Ausgrabung gemacht, hat sich auf die Suche nach dieser Burg gemacht und ist tatsächlich im Garten dieses Anwesens zum Bach runter auf ein 6x10 Meter großes Steingebäude gestoßen und hat daraus geschlussfolgert, ja, das war die Burg, wir haben sie gefunden. Und wenn man aber in den Häuserlisten jetzt schaut, in den neu komplettierten, dann sieht man, dass der Besitzer dieses Anwesens diesen Hausnamen Burgenbauer 1806 aus dem Zürich mitgebracht hat. Also Johann Balthas Künzler hat damals seinen Hof im Zürich, heute Gruber, vertauscht und ist in den anderen Bereich des Dorfes gezogen, hat den Hausnamen Burgenbauer mitgenommen. Also der Hausname Burgenbauer war über Jahrhunderte immer im Zürich beim heutigen Gruber. Auch dieses Steingebäude im Garten kann man erklären, denn wenn man nämlich die alten Steuerlisten durchschaut, vor dem Dreißigjährigen Krieg hatte dieses Anwesen, wir sehen es hier als kleine
Einfahrtszölle, also der Wohnbereich, der Stall und die kleine Tenne vom Stadel, ist hier alles aneinander gebaut. Diese Einfahrtszölle war früher ein etwas größerer Hof, nicht ganz groß, aber ein bisschen größeres Lehgut und hatte eine eigene Scheune im Garten, die dann der Lehrerzimmermann ausgegraben hat. Also eine Scheune aus dem Mittelalter, aus der Neuzeit, die hier zu diesen Missverständnissen geführt hat. Dazu passt die Auskunft vom Dieter Gerstmeier, dass wohl auch im Bereich in Zürich bei Kanalarbeiten sehr auffällige Steinquader gefunden worden seien, die ganz gut dazu passen, dass hier wirklich eine Burg gelegen hat. Wir haben mittelalterliche Nachweise der Herren von Balkheim und es war also hier tatsächlich ein Adelsgeschlecht ansässig. Über einige Zeit ist dann ausgestorben und die Burg verlassen worden. Wie hat so eine Burg ausgesehen? Wir haben natürlich keine Ahnung, außer im Ortswappen ist sie symbolisch dargestellt, aber wir wissen, dass es eben damals solche Burgen auch woanders gegeben hat. In Steinhardt gab es eine Burgruine oder gibt es eine Burgruine, die aus dem Mittelalter stammt, die allerdings von einem etwas vornehmeren Rittergeschlecht herrührt. Und in Dornstadt haben wir beispielsweise einen Turmhügel, etwas zeitlich etwas früher anzusetzen. Man stellt sich den mit so einem Wohnturm mit Palisade umfangen vor. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Größe und das Aussehen der Burg von Balkheim. Wir haben noch ein paar weitere Themen ganz kurz angerissen. Natürlich geht es vor allem um die Häuser. Es ist auch das Buch möglichst straff und kompakt gehalten. Aber was uns aufgefallen ist, ist die Spannungen zwischen der Reichsstadt Nördlingen und den Grafen von Oettingen, die es in Balkheim immer gegeben hat. Schon seit dem Mittelalter haben die Reichsstadt Nördlingen und die Oettinger Grafen hier um die Vorherrschaft, um die Vormachtstellung in Balkheim gestritten. Es war so, dass die Grafen durch das Kloster Zimmern vor allem hier ganz stark den Fuß in die Tür bekommen haben und die Nördlinger Bürgersfamilien und die Reichsstadt mit ihren Stiftungen hier stark vertreten war. Und man hat sich also deswegen wirklich auch bekämpft und bekriegt. So hat 1449 die Stadt Nördlingen Balkheim geplündert, natürlich nur die Oettinger Untertanen, hat Kirche und einige Höfe ausgeraubt und einen Hof sogar angezündet. Und es entstand hier ein Schaden von damals beträchtlichen 600 Gulden. Das Wappen der Reichsstadt Nördlingen befindet sich im Giebel des Vogelbauernhofes und hängt wahrscheinlich mit diesen Streitigkeiten ganz ursprünglich zusammen. Aber darauf gehe ich dann beim Vogelbauerhof noch ein. Der Bauernkrieg ist auch an Balkheim nicht spurlos vorbeigegangen. Wir haben 1525 bei der Erhebung der Mauern insgesamt 43 Teilnehmer und sogar einen namentlich überlieferten Michael Stupfel oder Stupfel aus Balkheim, der hier dabei war. Und der damalige Pfarrer von Balkheim war auch der Schreiber des Deininger Haufens. Ein anderes Kapitel in der Häusergeschichte, die Katharinenkirche. Diese Ergebnisse, die jetzt bekannt sind, sind ja in der damaligen 1997
erschienenen Chronik noch nicht abgedruckt, weil es damals einfach noch nicht bekannt war, dieses ganze Geschehen. Wir haben bei Kanalarbeiten sind die Fundamente der alten Kirche zutage gekommen. Wir haben urkundliche Nennungen, dass hier eben im Hochwassergebiet am Bach, an der Brücke, eine Kirche, also die alte Kirche, Pfarrkirche von Beikheim gelegen haben muss. Und eben durch diese neuen Funde bei Ausschachtungen dann auch sich gezeigt haben. Es sind auch Gräber zutage gekommen. Es war hier also der Friedhof um dieses Kirchlein herum gelegen. Und dieser Gedenkstein ist ja den Beikheimern zumindest allen bekannt, direkt am Feuerwehrhaus. Der zeigt auch die Lage dieser alten Kirche auf. Ganz neu haben wir diese Ansicht von Beikheim aus dem Jahr 1597. Und wir haben zwar oftmals bei alten Karten die Situation, dass einfach nur symbolisch eine Kirche aufgemalt ist oder eingetragen. Aber bei dieser Karte haben wir sehr viele Ortschaften und Gebäude, Schlösser, Kirchen, die so detailgetreu dargestellt sind, dass wir davon ausgehen müssen, dass hier die Form des Turmes und der Kirche zumindest annähernd der alten Katharinenkirche von Beikheim entspricht. Im Jahr 1613 ist ja die neue Kirche St. Ägidius erbaut worden. Wir haben in Harburg ganz ausführliche Baurechnungen. Also man kann jeden Handwerker, jeden Maurer, Zimmermann, Schreiner nachlesen, wie viele Gulden der bekommen hat, wie viele Tage der für was gearbeitet hat. Und wir haben sogar Baupläne. Wir haben sogar Baupläne vom Dachwerk, vom Turm, vom Grundriss. Also es ist alles aufs Feinste dokumentiert. Und wir haben hier also wirklich den glücklichen Umstand, dass das alles so schön überliefert ist. Die Gegenreformation wird auch noch kurz angerissen. Diese Geschichte hat ja das ganze Land betroffen, natürlich so auch Beikheim. Wir haben hier ein paar ganz konkrete Beispiele, zum Beispiel einen Pfarrer, der in Beikheim tätig war, der Georg Burkhard Laun, der hat eine Frau aus Mündling geheiratet und dann später eine Pfarrerswitwe aus Lutzingen. Also beides sind ehemals evangelische Dörfer, Mündling und Lutzingen, die dann in der Gegenreformation in der Pfalz-Neuburg katholisch geworden sind, gerade in dieser Zeit, und wo die Leute dann auch weggezogen sind. Die sind in großen Scharen dann auch einfach nach Norden, ins Ries, nach Franken und haben sich dort niedergelassen und aufgehalten. Der Wolfgang Bachmeier aus Nördlingen gebürtig ist auch ein Beikheimer Pfarrer. Den hat es in dieser Zeit noch schärfer erwischt. Er war in Altdorf und in Tübingen beim Studieren. Später ist er dann in der Schwedenzeit in Zirkesheim und Donauwörth als Pfarrer eingesetzt worden. Da war ja dann kurze Zeit wieder eine evangelische Phase, als im Dreißigjährigen Krieg alles hin und her ging. Und dann musste er natürlich wieder weg und ist im Beikheim gelandet, wo er dann 1645 gestorben ist. Der Dreißigjährige Krieg, in dem wir uns jetzt zeitlich befinden, ist mit einer ganz großen Katastrophe zu umschreiben. Das ist die Schlacht bei Nördlingen 1634.
Damals haben die Schweden ihre Vormachtstellung in unserer Gegend verloren, nachdem sie bei Nördlingen vernichtend geschlagen worden sind. Diese Schlacht hat das Ries und auch weit darüber hinaus die Menschen ins Unglück gestürzt. Es sind also hier ganze Ortschaften komplett ausgestorben. Es sind die Leute aus Hungersnot im Folgejahr dann weggezogen in alle Richtungen, nach Österreich, nach Württemberg, an den Rhein und sonst wohin bis nach Italien und haben hier ihre Höfe öd stehen lassen, weil einfach kein Saatgetreide mehr da war, weil das ganze Vieh von den Soldaten weggekommen ist. Und auch im Balkan war natürlich in dieser Zeit großes Elend und große Not. Es waren nur von den rund 75 Anwesen, waren ein paar Jahre später nur etwa ein Viertel bewohnt und haben Steuern gezahlt. Und rund 30 Anwesen, vor allem kleinere, kleinbäuerliche Sölden, wie man sie früher genannt hat, waren über lange Jahre, also bis zu 60 Jahre lang, öd und sind unerbaut gewesen und wurden dann erst nach und nach wieder errichtet. In dieser Zeit gab es eine Zuwanderung von Exulanten aus, vor allem aus Österreich, aus dem Ländlein ob der Enns. Es sind auch in Balkheim natürlich einige Zuwanderer angekommen. Die Namen sind im Ortsfamilienbuch nachzulesen von Manfred Wegele. Wir finden hier Ammerdinger, Besel, Eichinger, Mittenmeier. Die sind etwas kompliziert, aber weil es etwas mehr reingehängt, weil die tauchen nämlich manchmal mit anderer Schreibweise Wastelmeier auf. Wahrscheinlich haben die ihren Hausnamen auch mitgebracht aus Österreich und sind dann einmal vom Pfarrer so und dann wieder anders genannt worden. Stadelbauer ist auch so ein Name, Stelzenmüller, Trendorfer und bei einer Frau Zeilmeier, die hier als Witwe gelandet ist, die wird auch immer wieder anders genannt als Maria Böser oder Maria Zeilmeier. Wer natürlich nur kurz seine Familie erforschen will, ist hier sofort am Limit, weil er einfach mit solchen Namensvarianten nicht klarkommen kann. Also hier muss man wirklich ein bisschen in die Tiefe gehen und ein bisschen unter der Oberfläche schürfen, damit man klarkommt. Diese ganzen Namen von Österreichern sind wieder ausgestorben, beziehungsweise die Familien sind weggezogen. Es gibt aber heute in Balkheim ein paar solcher Exulantennamen, die wir heute noch im Dorf finden oder wieder im Dorf finden. Das ist einmal der Name Berndorfer. Die kommen wirklich aus dem Ländlein ob der Enns. Erste Station war in Dornstadt und die kommen aus Unterach in der Nähe von den oberösterreichischen Seen. Dann gibt es die Mühlbacher, da gibt es zwei Linien. Die Balkheimer müsste aus Kärnten ursprünglich stammen. Dann die Rauter sind aus Tirol und die Schachner, die heute auch in Balkheim ansässig sind, stammen aus Neukirchen am Walde an der Donau. Die Saal- und Grundbücher, die Abgabenbeschreibungen sehen so aus. Das sind also ganz dekorative Überschriften teilweise. Hier haben sich also die Amtsschreiber wirkliche Mühe auch gemacht bei den Anfangsbuchstaben und haben hier eben die ganzen Anwesen, die Höfe und ihre Besitzer und die ganze Abgabenlast hier aufgeführt und beschrieben. Das Ganze natürlich ohne Hausnummer, ohne GPS-Daten und von daher
muss man sich hier ein bisschen durchkämpfen. Man kann hier recht simpel mit Nachbarschaftsangaben puzzeln. Also man muss hier wirklich knobeln und man muss versuchen, die ganzen Häuser in Reihe zu bringen. In Balkheim, wie gesagt, eine ganz besondere Herausforderung, weil wir so eine wilde Herrschaftsdurchmischung haben. In Balkheim haben wir eine ganze Reihe an Grund- und Landesherrschaften. Ich habe hier alle mal aufgelistet. Es sind über 10 Stück und einige Bilder habe ich hier. Das Kloster Ellwangen ist ein ganz alter Herrschaftsträger hier, vor allem im Südries, haben die weit Besitz gehabt in Hohenaltheim, in Balkheim auch und haben dann aber durch die immer stärker werdenden Grafen von Oettingen auch ein bisschen das Nachsehen gehabt. Das Domkapitel in Augsburg, hier der Augsburger Dom hat in Balkheim die kirchlichen Patronatsrechte, aber auch Rechte an Bauernhöfen gehabt. Das Kloster Zimmern war eigentlich der wichtigste Herrschaftsträger in Balkheim in der mittelalterlichen Zeit. Und die Grafen von Oettingen, hier das alte abgebrochene Oettinger Schloss, haben dann das Zimmerer Kloster übernommen, säkularisiert und haben dann diese Besitzungen komplett übernommen. Weitere Herrschaften waren das Kloster Mönsteggingen, die Herren von Hirnheim, natürlich auch die Stadt Nördlingen hier mit dem Spital als wichtigen Herrschaftsträger und der Deutsche Orden, hier das Schloss in Reimlingen als Bild. Diese ganzen Herrschaften haben eigene Aufzeichnungen geführt. Die einen sind in Ludwigsburg, die anderen sind in München im Hauptstaatsarchiv, die nächsten in Nürnberg, dann sind welche in Harburg, dann gibt es andere überhaupt nicht mehr. In Augsburg habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also die sind weit verstreut, diese Unterlagen. In Nördlingen im Stadtarchiv ist natürlich auch ein großer Teil. Und man muss, wenn man hier wirklich die Häuser erforscht, sehr viel Fantasie mitbringen und auch ein bisschen Geduld. Ein Teil der herrschaftlichen Besitzungen, der zimmerischen, ein nicht geringer Teil, ist im Jahr 1710 von den Oettinger Fürsten aus Geldmangel an den kaiserlichen Proviantmeister Johann Philipp von Schell verkauft worden. Um 22.000 Gulden wurden die Herrschaftsrechte in Grosselfingen und Balkheim veräußert. Und im Jahr 1749 ist dann diese Konkursmasse, die schellische, an die Augsburger Freiherrnfamilie von Garb übergegangen. In Grosselfingen haben die von Garb dann auch ein Amtshaus eingerichtet. Sie sehen das links hier im Bild. Und über der Hauseingangstür dieses Gebäudes findet sich heute noch dieser von garbische Wappenstein, der dort zu sehen ist. Und diese kleine Amtsverwaltung war eben für diese Zeit auch zuständig für den Besitz in Balkheim. Ich möchte ein paar Höfe kurz beschreiben. Wir haben in Balkheim das Problem auch, dass ein Pfarrer um 1830-40 herum bei den Hausnummern eine eigene Systematik eingeführt hat. Ich weiß nicht, ob der beim ersten Abendmahlsbesuch einfach die Leute der Reihe nach notiert hat und dann diese Nummern weitergeführt hat. Auf jeden Fall stimmt das Ganze nicht mit den amtlichen offiziellen Hausnummern überein und sein Nachfolger hat diese Nummerierung dann auch weiter mit übernommen. Das ist für
jemanden, der in den Kirchenbüchern forscht und das Ganze dann auf die Höfe übertragen will, eine kleine Katastrophe. Denn man weiß ja nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist das Amtliche, was ist das pfarrliche, falsche Register. Und so gibt es hier ein großes Durcheinander. Ich bin dann auch erst so im Laufe der Zeit draufgekommen, als ich nämlich gesehen habe, dass ein kleiner Tagelöhner auf Haus Nummer 24 gewohnt haben soll. Und jeder von den alten Balkheimern weiß natürlich, dass Haus Nummer 24 der Friedelbauer ein großer Hof war, früher der größte Bauernhof. Hier sehen wir das Bild. Mit ursprünglich 43 Hektar war es der größte Hof im Dorf, hat zum Kloster Ellwangen ursprünglich gehört und ist dann später immer mehr in die Abhängigkeit der Oettinger Grafen gelangt. Die Besitzerfolge haben wir seit 1575. Man könnte in Ludwigsburg auch locker noch 150 Jahre frühere Besitzer herausfinden, wenn man sich die Zeit nehmen würde, dort intensiv zu forschen. Der Ausnahme Friedelbauer kommt von einem Friedrich Gößwein, der um 1610 auf dem Hof gelebt hat. Und dieses Anwesen ist im Dreißigjährigen Krieg überhaupt nicht zerstört worden, war also durchgehend bewohnt und besetzt. Seit 1869 haben wir die Familie Gerstenmeier auf dem Hof, noch heute. Und der Feldbesitz, der umfangreiche, wurde 1748 halbiert. Also jeder Acker wurde, ich habe es auf der Flurkarte schon gezeigt, in der Mitte geteilt. Und die Hälfte der Felder kam zu dem Jungbauer, Haus Nummer 38, den Sie rechts oben im Bild sehen, der seinen Hausnamen natürlich von diesem Umstand hat, dass er ein jüngerer Bauer ist, also keiner der alten Bauernhöfe, sondern dass er erst durch diese Hofhälfte zu den Bauern aufgestiegen ist. Kurios ist auch, dass in diesem Jungbauernhof rechts oben im Bild auch ein Bruder dieses Gerstmeier vom Friedelhof aus Abelshofen geheiratet hat. Also wir haben hier zwei Brüder aus Abelshofen, die hier in Balkheim die in diese beiden Höfe eingeheiratet haben und dann durch diesen zufälligen Umstand auch immer ihre Felder und Äcker nebeneinander hatten, durch diese jahrhundertealte Teilung. Ein anderer wichtiger Hof, der Stollerbauer, Haus Nummer 3233 der Familie Gerstmeier. Zum Kloster Zimmern gehörig war der größte Hof des Zimmerischen Klosters in Balkheim mit rund 25 Hektar ursprünglich. Wir haben hier eine früheste Erwähnung schon 1274 und dieser Hof ist dann halbiert worden. Also es gab hier auf der Hofstelle eine Teilung. Der Stadel wurde in der Mitte durchhalbiert und ein zweites Wohnhaus mit dazu gebaut. 1710 ist dieser Hof an den Baron von Garb oder ursprünglich von Schell gegangen. Und dadurch ist die Überlieferung auch etwas schwieriger. Aber wir können mit den Kirchenbüchern sagen, eben, dass seit 1745 die Familie im Besitz des Hofes ist und seit 1803 den Namen Gerstmeier trägt. Haus Nummer 42 ehemals, der Vogelbauer, hat zur Stadt Nördlingen gehört und zwar zur Stipendiatenstiftung der Freien Reichsstadt Nördlingen. Diese Stiftung war eingerichtet worden, um den Bürgersöhnen eine akademische Ausbildung zu ermöglichen, also dass die an die Universität können und ihre Stipendien bezahlt bekommen. Und dafür wurden die Einnahmen aus diesem Hof
mit hergenommen. Der Hof hat etwa 19 Hektar Feldbesitz gehabt. Der Hausname Vogelbauer ist nicht ganz klar, weil es gab hier mal einen Vogelgesang. Und wir haben aber auch dieses tolle Wappen, den Reichsadler, den manche auch als Vogel bezeichnet haben könnten. Also man weiß nicht, ob der Familiennamen oder der Reichsadler die Ursache für den Namen sind. Diese Wappendarstellung ist ganz spannend. Wir haben nämlich bei der Sanierung dieses Hauses wurde auch dieses Wappen mitgerichtet und man konnte die Jahreszahlen, die dort oben im oberen Bereich des Wappens sind, nicht mehr genau lesen. Es war eine Zahl wirklich schon so verschlissen, dass man nur noch raten konnte. 1600 war klar, aber dann war es schwierig. Und ich habe im Gemeindearchiv in Möttingen ein Schreiben gefunden von 1949. Da wurde schon vom Archivar Wulz über dieses Wappen referiert und nachgeforscht. Und da heißt es eindeutig 1604. Und damit ist diese Sache auch geklärt, konnte mit in das Buch reingeschrieben werden und ist damit hoffentlich der Nachwelt erhalten. Wir haben eine andere Angabe auch, die immer wieder für Irritationen gesorgt hat. Wie alt ist denn der ganz besonders bemerkenswerte Dachstuhl, den Sie links unten im Bild sehen? Es wurde an einer Gedenktafel auch geschrieben, der stammt aus dem 16. Jahrhundert, 1550 gar schon. Und solche Dinge machen mich immer ein bisschen hellhörig. In der Denkmalliste war von 1750, glaube ich, die Rede. Und wir haben dann eine dendrochronologische Untersuchung machen lassen. Der Herr Herzig ist hier mit seiner Bohrmaschine am Werk und entnimmt eine Probe aus dem Balken. Und man kann hier über die Wuchsringe, Jahreswuchsringe, genau sagen, wie alt der Balken ist, wann der geschlagen worden ist, wenn man eine Waldkante hat. Also es ist ja jedes Jahr von der Witterung anders. Trockenes Jahr, feuchtes Jahr, trockenes, feuchtes, feuchtes, trockenes. Und so tut man diese Jahrringe vergleichen mit einer ewig langen Liste im Computer und dann sagt der Rechner irgendwann, der Balken, diese Tannenhölzer aus diesem Dachstuhl sind von 1767. Wir hätten uns ein bisschen ältere Balken erwartet, aber so ist es und jetzt haben wir zumindest ein Ergebnis. Die Geschichte mit dem Vogel auch, mit dem Reichsadler. Man kann sich durchaus vorstellen, in der Zeit 1604 hat die Stadt Nördlingen mit den Grafen von Oettingen ganz besonderen Ärger gehabt. Es gab hier ein paar bewaffnete Konflikte. Ein Oettinger Graf ist sogar erschossen worden bei einer solchen Auseinandersetzung. Und es kann durchaus sein, dass die Stadt Nördlingen hier an ihrem Bauernhof inmitten von gräflich-oettingischen Untertanen hier als ja schon Provokation diesen Reichsadler angebracht hat. Würde also sehr gut passen. Ein anderer Bauernhof hier, Haus Nummer 55, Hausname Kuss. Wir haben natürlich in dem Buch auch immer die heutige Anschrift. Wir haben bei den alten Bauernhöfen, die ich jetzt hier vorstelle, auch eine eineinhalbseitige im Schnitt Besitzerliste mit den ganzen Hofbesitzern über die Jahrhunderte. Die habe ich hier natürlich nicht alle drauf. Was ich hier kurz als Beispiel habe, die Beschreibung der Abgaben aus dem Jahr 1575. Damals wird dieser Hof als zwei Huben beschrieben und der Besitzer hatte ein Pfund heller Wiesgeld, einen Schilling heller Weißet, eine Fastnachtshennen, vier Höhner, zwei Gänse, 24 Käs, 200 Eier,
ein Schilling helle Baudinggeld, zwei Dienste, 5 Malte Kern, 5 Malte Roggen, Gersten, Habe, alles Speichermess zu liefern. Und das war nur ein Teil des Ganzen. Er hatte daneben auch noch an seinen Landesherrn eine Steuer abzuliefern. Ursprünglich war das als Türkensteuer deklariert. Und nachdem das so eine tolle Einnahmequelle für den Kaiser und die Grafen war, hat man dann einfach weitergemacht und hat einfach den Namen geändert. Und damals mussten also die Bauern für ihr Vermögen, auch für das Vieh und alles, Abgaben bezahlen. Sie mussten Dienste an ihren Fronherren leisten. Sie mussten dann auch von den Äckern den 10. Teil der Früchte direkt abliefern, den 10. abgeben. Also die waren schon schwer mit Abgaben belegt. Dieser Hof ist im Dreißigjährigen Krieg öde geworden, wurde dann 1653 wieder aufgebaut und danach kam ein Paul Besel. Wir haben hier auch manchmal den Viehbestand dieser Bauern mit drin. Also der hatte relativ viel Vieh, 3 Pferde, 2 zweijährige Pferde, 1 Jährling, dann 2 Kühe, 1 Bestandkuh. Also eine Kuh, die ihm gar nicht gehört hat selber. 6 Schafe, 1 Schweinsmutter. Also der gehörte schon zu den größeren Bauern. Der Hausname Kuss ist hier auch in der Besitzerreihe mit drin. Der kam nämlich 1868 von einem anderen Anwesen hierher. Also die Hausnamen sind auch, soweit es geht, erklärt oder im Zusammenhang nachzulesen und auch seit wann der Familienname auf dem Anwesen ist. Bei diesem Anwesen ist der Hausname Jeckle, der kommt von einem Jakob Höhle, der diesen Hof 1737 besessen hat. Auch der Hof war im Dreißigjährigen Krieg öde und als nette Anekdote aus dem Gemeindearchiv wieder eine Nennung, dass am 31. Mai 1886 abends der Blitz eingeschlagen hat in den Stall des Bauern Georg Schneider. Eine Kalbe wurde dabei getötet und die wurde nicht ausgehackt, sondern ist direkt entsorgt worden. Im Zürich gab es auch 2 Bauernhöfe, den Sonnenbauernhof aus Nummer 73, heute Familie Dollmann, und auf der gegenüberliegenden Straßenseite den ehemaligen Burgenbauer der Familie Gruber, den wir schon angesprochen hatten. Er hat zum Domkapitel in Augsburg gehört. Das Pfarrhaus war von der Baulast dem Stift Ellwangen und dem Domkapitel Augsburg zuständig. Es wurde 1701 erbaut und jetzt vor einigen Jahren ja verkauft. Hier der Pfarrstadel, der alte, wurde durch diesen Gemeindesaal ersetzt. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten, die im Pfarrhaus gewohnt haben, zum Beispiel links dieser Herr Ludwig Rabus, der ist im Pfarrhaus in Balkheim aufgewachsen, hat dann in Wittenberg studiert, war später in Harburg und in Klosterzimmern als Pfarrer und hat diese Druckschrift auch im Archiv hinterlassen. Viel bekannter der Ritter Heinrich von Lang. Der hat sogar zu einer Gedenktafel über dem Eingang zum Pfarrhaus geschafft. Historiker und Publizist in Ansbach und 1764 im Pfarrhaus geboren. Die Informationen korrespondieren natürlich immer mit dem Ortsfamilienbuch Balkheim. Wir haben vor der Fertigstellung der beiden
Bücher beziehungsweise der Neuauflage des Ortsfamilienbuches auch nochmal durchgeschaut, dass wir die Angaben der Hausnummern bei den Familien auch aktualisiert und korrigiert haben, sofern nötig. Und im Ortsfamilienbuch finden Sie natürlich auch solche Originaleinträge, auch Familienfotos bei den jeweiligen Personen. Hier habe ich noch die drei Standorte der ehemaligen Schulhäuser von Balkheim. Neben der Kirche hat sich das erste Schulhäuschen befunden. Wir sehen dieses winzige Bauernanwesen, das mal ein Schulhaus gewesen sein soll. Man kann sich es kaum vorstellen. Das nächste, dann ab 1700, heute die Familie Müller. Und das letzte Schulhaus dann an der Reimlinger Straße. Die Wirtschaft gehört natürlich auch zum Dorf, ganz wichtig. Es gab in Balkheim eine alte Tafernwirtschaft. Eine Tafernwirtschaft hat besondere Privilegien, darf Gäste verköstigen, Übernachtungen anbieten und so weiter. Die Balkheimer Tafern hat zum Kloster Ellwangen gehört, war über lange Zeit eine Bierbrauerei, hatte auch sogar einen Eiskeller am Hahnenberg und war lange Zeit im Familienbesitz einer Familie Schmidt, dann Mühlbacher und heute im Besitz von Rauter. Als Feldbesitz ist von einem anderen Bauernhof auch die Hälfte vom Widumhof dazugekommen und hierher transferiert worden. Die Balkheimer Mühlen habe ich auch noch hier im Bild. Die Donismühle war zum Kloster Zimmern auch gehörig, hat früher über Jahrhunderte auch immer Schreitmühle geheißen und die ganzen Schreitmüller im Ries und weit darüber hinaus haben ihren Namen mehr oder weniger von dieser Mühle abgeleitet. Seit 1258 ist diese Mühle urkundlich greifbar und später hat sich der Name in Donismühle gewandelt. Es kommt davon, dass fünfmal ein Vater und Sohn immer, Anton Hutter, diese Mühle besessen hat. Also Anton ist die Abkürzung. Dann wird zu Doni und die Donismühle ist dann der heute übliche Name. Und hier sehen Sie auch den Bereich, der mit Lambertshofen in Verbindung zu bringen ist. Die Mühle ist dann später im Besitz von verschiedenen Familien gewesen, Bösenegger, Binninger, Messerer und jetzt heute ist es ja Landwirtschaft und Schäble. Es gibt noch zwei weitere Mühlen in Balkheim am oberen Lauf des Baches, und zwar ganz oben die Betzenmühle, die hat zum Hospital Nördlingen gehört. Und dann oben am Dorfeingang die obere Mühle, Kloster Zimmern gehörig, die dann später Sägewerk gewesen ist. Es gibt natürlich auch kleinere Anwesen, sogenannte Sölden. Ich habe hier ein Beispiel. In Balkheim gibt es ein Anwesen, das ja fast bauernmuseumsmäßig noch dasteht und unbewohnt ist. Ich habe mit den Gastmeiers mir dieses Anwesen mal angeschaut, einfach weil es so schön erhalten ist. Und der alte Hausname hier war Decker Michel und früher beim Schwarzweber. Wir haben dann uns das mit diesem Hintergrundwissen angeschaut und wir konnten, weil hier war früher lange Zeit ein Webstuhl im Haus, wir konnten dann auch ein etwas größeres hinteres Zimmer, also hinter der
der Treppe und dem Eingangsflur ausmachen, das mittlerweile abgeteilt war und in dem wahrscheinlich dieser alte Webstuhl gestanden haben müsste oder könnte. Die Geschichte mit dem Decker konnten wir auch im Stadel nachvollziehen, und zwar lag dort eine ganze Reihe von solchen Solnhofener Dachplatten, die wahrscheinlich der Michael Klingler vor 150 Jahren etwa in Benutzung gehabt hat. Anscheinend war das ein Dachdecker, der die Häuser gedeckt hat und von daher der Hausname Deckermichel. Es befand sich dann auch hier ein winziger Stall und ein kleiner Stadeltennen dabei. Das ist ein Blick in die Küche. Auf der anderen Seite findet sich ein alter Schweinestall. Also wirklich interessant, wie die Leute früher gelebt haben. In Balkheim gab es auch eine Dorfschmiede. Wir haben hier die Ansicht vom Luftbild aus dem Jahr 1957. Damals war an der Dorfstraße dieses Gebäude, das war die alte Schmiede. Der Schmied selber hat hier gewohnt und gegenüber auf der anderen Seite war dieses kleine Schmiedegebäude, wahrscheinlich wegen Feuergefahr aus Brandschutzgründen auf der anderen Seite. Mittlerweile natürlich abgebrochen. Und wenn man hier diese alte Ansicht anschaut, das Anwesen ist hier und dahinter befindet sich noch ein kleines Sölde. Die Schmiede gab es damals schon auf der anderen Straßenseite und diese beiden Hofstellen wurden dann später vereinigt. Die eine Hausnummer gab es dann gar nicht mehr und somit ist es etwas verwirrend. Wir haben daher dann auch gesagt, wir machen die Sortierung im Buch nach den alten Hausnummern, weil sonst fallen einfach ein paar aufgelassene Hofstellen ganz raus, die heute keine Anschrift mehr haben. Hier ein Blick in die Mühlstraße. Der Urplan aus dem Jahr 1820 und dieselbe Ansicht 200 Jahre später mit den neuen Hausnummern. Es gab in Balkheim wie in allen Dörfern auch ein Armenhaus. Wir haben ursprünglich in Zürich eine solche Einrichtung. Das Anwesen ist längst nicht mehr da und später war dann hier in diesem Bereich ein Nachfolgebau. Kann man alles im Buch nachlesen, auch solche kleinen Anekdoten, was dort alles passiert ist. Zum Schluss habe ich noch das Titelbild und die beiden auf der Rückseite befindlichen Luftbilder, die von der Familie Gerstmeier, ich glaube, mit der Drohne gemacht worden sind, relativ aktuell, also wahrscheinlich noch kein Jahr alt und die den heutigen Bestand von Balkheim dokumentieren. Am Sonntag von 10 bis 12 Uhr ist im Stadel des Vogelbauernhofs ein Buchverkauf, weil wir ja nicht beisammen sein können. Die Balkheimer sind herzlich eingeladen, nach der Frühkirche in den Stadel vom Vogelbauernhof zu kommen. Es gibt die Häuserchronik brandneu und auch die Neuauflage, die korrigierte, ergänzte und erweiterte Neuauflage des Ortsfamilienbuches käuflich zu erwerben. Und rechts im Bild sehen Sie das Büro des Vereins Rieser Kulturtage. Wer also noch nicht Mitglied im Verein ist, sollte dies schleunigst nachholen und die Arbeit des Vereins unterstützen und unsere weitere Zukunft auch sichern. Ich danke Ihnen. Wiederum herzlichen Dank. Nicht zum ersten Mal und ich sagte es schon einmal, hoffentlich auch nicht zum letzten Mal.
werfen wir einen kleinen Blick zurück auf die vergangene Stunde. Sie führen uns weit zurück in die Römerzeit und erinnern an ein römisches Anwesen am Heuweg bei der Gasleitung. Was, wo ist Lampertshofen? Ab dem 13. Jahrhundert in Verbindung mit Klosterzimmern, wohl zwischen Balkheim und Möttingen, vermutlich an der Donismühle, seit der Pest ab 1350 etwa offen gelassen und später vom Dorf bewirtschaftet. Im Wappen von Balkheim ist eine Burg. Wo bitte war die Burg? Der Lehrer Zimmermann gräbt 1938, wird fündig, aber was hat er gefunden? Wir vermuten, dass der Hausname Burgerbauer, der aus dem Zürich stammt, auch auf eine Lage der Burg im Zürich hinweist. Wer sich ein Bild davon machen will, kann die Steinharter Ruine besichtigen. Sie führen uns durch die Geschichte, erzählen uns, wie die Stadt Nördlingen mit den Grafen von Oettingen im Clinch lag und es 1449 zu einer Plünderung kam. Wir erfahren aus den Bauernkriegen von 1925 von einer Teilnahme von 43 Balkheimern beim Deininger Haufen. Die Katharinenkirche besteht etwa bis 1600, bis sie sozusagen absäuft. Aber wir haben neuerdings seit eine Darstellung der Katharinenkirche, die wohl sehr realistisch ist, aus dem Jahr 1597 beim Gedenkstein bei der Einweihung durfte ich am Rande ein wenig mitmachen. Genauso wie bei der 400-Jahr-Feier für unsere Ägidienkirche 1614-2014. Die Gegenreformation von der Pfalz-Neuburg aus veranlasst viele Evangelische, in evangelische Gebiete umzusiedeln. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum 30-jährigen Krieg. Drei Viertel, 75% des Dorfes veröden. Aber es kamen aus dem österreichischen Exulanten und so ab 1545 ist wieder evangelisches Leben bis heute im Dorf möglich. Symbol für dieses Leben, für dieses neu aufblühende Leben ab 1680 die Grundbücher. Balkheim war wie viele andere Riesdörfer in einem Streubesitz vieler Herren. Zuletzt haben sie uns einzelne Höfe und Anwesen vorgestellt. Und ganz zum Schluss, lieber Herr Beck, für das Hausnummer Wirrwarr eines meiner Vorgänger entschuldige ich mich in aller Form. Morgen Abend freuen wir uns ein weiteres Mal auf einen Vortrag von Herrn Dr. Josef Hopfensitz. Dann wieder ab 19 Uhr. Kloster und Kirche in Meiningen werden unser Mittelpunkt sein. Nachdem die Weihe der neuen Kirche im Jahr 1719 aus den bekannten Gründen nicht als 300-Jahr-Feier im Rahmen der Rieser Kulturtage begangen werden konnten, freuen wir uns umso mehr auf 300 Jahre Klosterkirche Meiningen, glänzender Mittelpunkt des Minoritenordens in der Grafschaft Oettingen-Wallerstein. Morgen ab 19 Uhr. Ich verabschiede Sie wieder in diesen Abend hinein. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.